mit Ihrer Unterscheidung Dominanzsystem versus Partnerschaftssystem steht sie natürlich in irgendeiner Form auch auf den Schultern oder in der Tradition von Mary Parker Follett. Und das korrespondiert sehr, sehr stark mit der Unterscheidung von Mary Parker Follett von Power with und Power over und setzt das fort und beschreibt das in der Gesellschaft eben, die wir heute haben. Und das ist nicht nur schlüssig, das macht auch einfach Freude zu lesen. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für alle.